Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal zu einem etwas anderen Video, denn heute geht es mal um die ganze F1 2021 und Twitch-Geschichte und die Frage, ihr habt es im Titel schon gesehen, kann man mit F1 2021 noch Erfolg auf Twitch haben? Die Antwort ist relativ simpel, ja, kann man. Und ich werde euch jetzt fünf extrem wichtige Twitch-Tipps mal geben, die ihr meiner Meinung nach unbedingt beachten solltet. Und ich werde euch auch beweisen, wie das Ganze bei mir war. Und dann würde ich sagen, here we go. Also erst einmal F1 2021, es hat gefühlt eine Fantastilliarde an Bugs, das wissen wir alle. Ja, das ist natürlich eins der nicht ganz so guten Games, um es mal höflich zu formulieren, aber ich gebe weiterhin nicht auf. Ich zocke das so lange, bis ich keinen Bock mehr habe. Ich habe alleine in F1 2021 über, ich glaube, 560 Stunden. Das ist natürlich schon ganz schön viel, aber mir macht das Spiel zwar dennoch immer noch Spaß, trotz der ganzen Bugs, aber hey, Leute, wir sind halt F1-süchtig und das ist nun mal so, ganz einfache Geschichte. Ja, liebe Leute, guckt ganz genau hin. So war ich von November bis Dezember. Ich hatte keinen Bock auf Streamen, ich war demotiviert, ich war gestresst von der Arbeit und ich habe nicht wirklich viel gestreamt. Ihr seht, 33 durchschnittliche Zuschauer, 117 Follower, 34 Subs gemacht, die Einnahmen habe ich ausgeblendet. Warum? Weil ich das, glaube ich, gar nicht zeigen darf, aber ich kann nur so viel sagen, so viel war es auch nicht. Und die Streamingzeit? Naja, keine 35 Stunden. Was lernen wir daraus? Richtig, das muss auf jeden Fall besser werden. Und wie das besser geworden ist, das zeige ich euch jetzt. So, Freunde, das sieht doch schon vielversprechender aus, oder etwa nicht? Ganz, ganz wichtig ist auch, liebe Leute, das ist kein Flexen oder wie ihr das nennt. Das ist einfach nur eine Veranschaulichung von Daten und ich möchte euch mal erzählen, wie das Ganze entstanden ist. Also ihr seht schon, 51 durchschnittliche Zuschauer, 739 Follower, 144 Abonnements, ein dreistelliger Betrag, was die Einnahmen angeht. Weitere Daten dazu gibt's nicht und 164 Stunden habe ich gestreamt. Und das Ganze eigentlich nur, weil ich mich hingesetzt habe, weil ich an meinem Kanal gearbeitet habe und weil ich nicht aufgegeben habe. Und das solltet ihr auch nicht. Ihr seht schon, da ist eine ziemlich große Lücke. Mike, was war da los? Ja, ich habe nämlich auch Rufbereitschaft, weil ich im öffentlichen Dienst arbeite. Weitere Infos gibt es dort nicht. Ich habe euch hier mal eingeblendet, an welchen Daten ich nicht da bin, beziehungsweise Kalenderwochen. Rechnet da bitte nicht mit meiner Anwesenheit, das habe ich mit meinem Arbeitgeber nämlich so schriftlich abgesprochen, dass ich während meiner Rufbereitschaft nicht streamen werde. Ich habe noch, ja, über 40 Wochen, wo ich dann streamen kann. Also, alles cool. Aber jetzt einmal zum Thema, liebe Leute. Twitch-Tipp Nummer 1. Sei kein Langweiler. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber glaubt's mir, sei einfach kein Langweiler. Unterhalte deine Zuschauer, hab immer gute Laune. Denn wenn du so emotional bist, wie sagen wir mal, ich weiß auch nicht, wie so ein Eierkarton oder wie ein Kartoffelsack, ja, dann sind die Zuschauer ganz, ganz schnell wieder weg. Und eine Sache ist ganz, ganz wichtig, geht niemals live mit schlechter Laune. Ganz, ganz, ganz böse. Denn wenn die Leute euch so ein bisschen im Chat so ein bisschen, ich sag mal, triggern oder sowas ähnliches, und das machen meine ziemlich gerne, und ihr dann halt gereizt seid, dann lasst ihr eure Wut versehentlich raus, was ihr nicht wollt, und dann sind die Zuschauer erst recht weg. Wollt ihr das? Nein, das will keiner. Wichtig ist, unterhaltet eure Zuschauer, geht auf Fragen ein, also Chat-Interaktion ist wahnsinnig wichtig. Fragt die Zuschauer, was sie sehen wollen, gerade die F1-Streamer, und das Video ist ja jetzt hier nur für die F1-Streamer, fragt sie, was wollt ihr sehen? Wollt ihr die Formel 1 sehen? Wollt ihr die Formel 2 sehen? Wollt ihr ein Regenrennen sehen? Wollt ihr ein Trockenrennen sehen? Wollt ihr lieber in Austin ein Rennen fahren? Oder wollt ihr lieber in Melbourne ein Rennen fahren? Oder was weiß ich was? Ihr seid alle kreativ genug, lasst euch was einfallen. Twitch-Tipp Nummer 2. Ohne Facecam geht es fast nicht mehr. Das klingt zwar auch ganz schön hart und wahrscheinlich wird mir der eine oder andere jetzt sagen, ja Mike, ich möchte mich aber nicht zeigen. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, aber okay, ich gebe da nicht auf. Fakt ist, auch hier genauso wie bei Twitch-Tipp Nummer 1, ne? Zieh weiterhin durch. Sei unterhaltsam, sei freundlich. Mach jeden Scheiß mit und dann funktioniert das wahrscheinlich auch ohne Facecam. Also wenn du dir jetzt den, sag ich mal, den Twitch-Partner-Status, den man übrigens so hier bekommt, wenn du dir den ohne die Facecam wünschst, das wird ganz schön hart. Aber wenn du nur sagst, hey Mike, ich bin einfach nur ein Streamer und möchte ein paar mehr Zuschauer haben, naja, sag mal so, die Sachen, die ich eben genannt habe, die sollte man auf jeden Fall machen. Und dann funktioniert das auch. Macht auf jeden Fall sehr viel Community-Lobbys, liebe Leute, denn ihr wollt ja gegen eure Community zocken und die Community will wiederum gegen den Streamer zocken. Deswegen haben sie ja auch meistens auch eingeschaltet. Was die Liga-Rennen angeht, ja, die Liga-Rennen werden ja meistens ohne Facecam gestreamt und, naja, ich sag mal so,
Die Liga ist auf jeden Fall ein bisschen bekannter als vielleicht du. Einfach knaller dranbleiben. Unterhaltsam sein, jede Menge mit dem Chat interagieren, auf jeden Fall auch hier und da so ein paar kleine Spielchen, solche Chatbots, die gibt es ja auch, da kann man auch Spiele einstellen, also dazu rate ich auch ganz gerne mal. Ja, probiert's aus und ganz wichtig. Eine Sache habe ich übrigens noch vergessen, liebe Leute, wenn euch das Video auf jeden Fall weiterhilft, dann empfehlt es gerne den Leuten weiter, die die Situation gerade haben. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendeiner sagt, hey Mike, ich habe übrigens einen Kumpel, dem empfehle ich mal dein Video weiter. Mach das gerne per Insta, Twitter, WhatsApp, TikTok, mir völlig egal. Hauptsache, derjenige sieht das und bekommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, die er sich vielleicht gewünscht hat. Twitch-Tipp Nummer 3, den ich für euch habe, ist, investiert in euren Kanal. Ja, ihr müsst ein paar Euros auf jeden Fall in euren Kanal investieren. Also wenn ihr zum Beispiel hinten eine weiße Wand habt, ne, naja, kommt nicht ganz so gut an. Ich meine, guckt euch meinen Hintergrund an. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen was. Ja, hier ist eine weiße Wand. Okay, da sehen wir alle. Aber hier ist ein Bild, hier ist was von Twitch, da sind ein paar Cappies, da ist was von Ferrari, da sind die ganzen Games, da sind die ganzen Autos, hier ist ein altes Fanatec von mir und so weiter. Ihr seht, der Hintergrund, der wird nie langweilig. Ich habe auch noch andere Kameras im Stream, die habe ich euch jetzt hier mal eingeblendet. Und immer wieder kommt die Frage, ey Mike, ne, was hast du für deinen Lenker bezahlt? Gut. Da rede ich ein bisschen über Geld, weil, sagen wir mal ehrlich, ne, klar, ich will ja nicht lügen oder sowas, deswegen ist es ja auch einfach nur ein Einkaufspreis gewesen, von daher egal. Aber ganz wichtig ist auch, wenn ihr jetzt irgendwie 50 Follower gerade gesammelt habt und ihr denkt euch so, ja cool, jetzt habe ich den Affiliate-Status freigeschaltet, ja, kauft irgendwie nicht für 200 Euro oder sowas ähnliches ein. Ich würde sagen, Gemach, langsam, langsam, denn wenn ihr zu viel wiederum kauft und euer Kanal kommt nicht wirklich voran, dann werdet ihr es, glaube ich, so ein bisschen bereuen. Deswegen macht langsam. Twitch-Livestreaming ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Weg. Es ist kein Sprint oder sowas ähnliches, ne? Das müsst ihr euch merken. Viertens, und ich denke mal, das ist auch eine der wichtigen Themen, ihr müsst mindestens auf einer weiteren Plattform unterwegs sein, sei es YouTube, sei es TikTok, sei es, keine Ahnung, Twitter oder sei es Instagram oder irgendeine andere Plattform, wo ihr auf jeden Fall schon ein bisschen eine Community aufgebaut habt, denn das ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, denn wenn die Leute euch dort feiern, kommen sie auch mit Twitch rüber. Keine Frage. Und Twitch-Tipp Nummer 5, den ich euch geben kann, ist, kündigt eure Streams immer an. Ganz, ganz, ganz wichtig. Dabei muss ich sagen, einen Streamplan rauszuhauen, der über die gesamte Woche geht, habe ich mal gemacht, aber lief eher suboptimal, muss ich sagen. Ich bin eher derjenige, der in den Insta-Stories immer sagt, zu Leute, heute machen wir ab so und so viel Uhr, das machen wir und dann baue ich einen Countdown mit ein. Warum? Weil die Leute da draufklicken und automatisch, wenn der Countdown abgelaufen ist und der Stream startet, informiert werdet. Ganz einfache Geschichte. Was den Streamplan angeht, ich sag mal so, das kann man ja machen. Wenn ihr zum Beispiel euren Streamplan am Montag in die Insta-Story reinhaut und sagt, ja, ich habe euch übrigens jetzt informiert und das ist nach 24 Stunden wieder weg. Ja, in einem Discord kann man es machen, klar. Aber ich bin eher so der Befürworter von täglichen Ankündigungen von Streams. Es ist in meinen Augen einfach besser, ihr bekommt auf jeden Fall die Information, denn ich teile das auf Twitter, ich teile das auf Instagram, ich teile das sogar auf YouTube in der Community-Funktion und natürlich auch auf meinem Discord. Dabei markiere ich wirklich jeden Einzelnen und dann funktioniert das Ganze auch. Wichtig ist dabei auch, wo wir gerade bei Zeit reden, liebe Leute, streamt auf jeden Fall zu unterschiedlichen Zeiten. Bleibt nicht immer auf der gleichen Schiene, nicht immer nur so, ja, immer um 18 Uhr, immer um 18 Uhr, immer um 18 Uhr. Nee. Dazu würde ich dir nicht raten, denn ich sage dir auch warum. Denn wenn du nämlich zu anderen Zeiten wiederum streamst, kannst du auch mehr Zuschauer generieren. Ich gebe dir mal da ein Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an, ihr seid ganz normal immer um 18 Uhr unterwegs. Versuch doch mal um 16 Uhr schon anzufangen, was einen Samstagnachmittag angeht. Oder 14 Uhr oder vielleicht sogar, keine Ahnung, 13 Uhr oder sowas ähnliches. Habe ich alles gemacht und siehe da, es hat funktioniert. Und wie das funktioniert hat, das zeige ich euch jetzt. So, wie man hier unschwer erkennen kann, habe ich nicht wirklich knaller durchgezogen. Ihr habt es ja vorhin gesehen, mit der Streamingzeit keine 35 Stunden. Und ihr seht es auch nochmal ganz genau, ich habe kaum länger als 3 Stunden gemacht, außer die letzten paar Streams. Da habe ich natürlich ein bisschen härter durchgezogen. Und da war mir auch klar, ey Mike, du musst jetzt was machen. Du musst wirklich jetzt deinen Arsch zusammenkneifen und jetzt mal richtig reinhauen. Ja, da war mir klar, sobald Weihnachten vorbei war, musste ich richtig hart durchziehen. Und wie man jetzt erkennen kann, liebe Leute, ja, ihr seht, also kaum unter 3 Stunden bin ich quasi nie. Das Höchste, was ich hatte, war 6 Stunden 40 und zwar Anfang Januar. Was ich damit sagen möchte, ist, zieht
einfach knallhart durch. Holt euch ein Mate in den Discord. Irgendwann seid ihr mal komplett ohne irgendwelche Informationen und da kann natürlich der Mate einspringen und dann sagen, hier, pass auf, übrigens, was hältst du denn davon? Ach ja, stimmt, darüber wollte ich noch reden und dann. Was ich damit sagen möchte mit diesen 5 Tipps, jeder von euch hat auf jeden Fall eine Kleinigkeit, die die Zuschauer auf jeden Fall anlockt. Der eine hatte auf jeden Fall ein ziemlich gutes Gameplay, der andere hat Humor, hallo, ich. Und bei mir ist es auch so, dass ich auch ganz gerne mal irgendwelche Formel-1-News mitten im Stream raushaue, ne, weil ich ja auch hin und wieder mal auch auf Twitter bin und dann sage, übrigens Leute, wusstet ihr schon, dass das und das passiert ist? Oder keine Ahnung was. Und wenn ihr schon Humor habt, liebe Leute, dann baut ihn auf jeden Fall richtig ein, so wie ich es zum Beispiel mit diesem Clip hier gemacht habe. Die alles entscheidende Frage, die sich heute wirklich stellt, ist the one and only. Welche Strafe wird Codemasters aussprechen, wenn Mike jemanden unter Safety-Car-Bedingung hinten drauf fährt? A. Es ist die gleiche Strafe wie vorher. B. Die Strafe wird auf 3 Sekunden reduziert. C. Es wurde auf 10 Sekunden erhöht. Oder D. Mike wird einfach instant disqualifiziert. Man weiß es nicht. Man versucht es heute zumindest herauszufinden. Ich weiß es nicht. Weil wisst ihr die Antwort? Keine Ahnung. Aber Günther Jauch habe ich schon angerufen. Der weiß die Antwort auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir versuchen es herauszufinden. Und deswegen gehen wir ganz kurz in die Werbung. Ja, liebe Leute, das sollen erstmal meine 5 Tipps gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie bereits erwähnt, wenn es euch gefallen hat, dann teilt dieses Video gerne. Das kummelt auf jeden Fall meinen YouTube-Algorithmus an und dieser YouTube-Kanal läuft alles andere von den Subs her nach Plan. Deswegen würde es mich freuen. Unten unterhalb dieses Videos ist ein Teilen-Button. Klickt da drauf und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.